So, zwei haben wir auf jeden Fall schon mal. Ein paar Unschuldige haben wir auch erwischt. Halt, da läuft noch einer. Stirb! Stirb, du Hund! So, jetzt wähle ich den Mini-Laser schon wieder ab. Das gibt's doch nicht. Wo ist der letzte? Die letzten zwei. Da geht einer baden. Wo ist er denn? Hab ihn. Was denn jetzt noch einer? Na, dreh doch mal die Kamera mit, Junge. Also das mit dem Baum... Sekunde. Hier, da. Das mit dem Baum sieht ja auch witzig aus, ne? Hier das kleine Eiland, was aufs Meer rausragt und da wächst ein einziger Baum. So, und weg mit dir. So, Hyrgold 1, Werkzeuge freigeschaltet, Laser. Sehr schön, danke für die Hilfe, bitteschön, Handel. Was wollt ihr? Oh, die haben schon wieder was produziert. Ja, damit Laser für 500.000. Nee, garantiert nicht. Das ist mir viel zu teuer, die Angelegenheit. Ich bringe jetzt erst einmal unsere Kohle hier, unsere Gewürzvorkommen in Sicherheit. Schon wieder ein Ivan. Du darfst gerne mit uns vernünftig argumentieren. Ja. Bestimmt. Werde ich irgendwann mal machen, wenn ich die Zeit dafür habe. So, dann schmeißen wir hier erstmal das Klumpatsch raus. Oh, wir werden immer reicher und reicher und reicher. Oh, ach, schön. Ja, Abenteuermissionen und so, ne? Fragen wir doch mal bei denen da drüben nach. Die sind nicht ganz so happy, glaube ich. So, haken wir nach. Ja, ja, ja. Friss mich nur, ist mir wurscht. Was hast du im Handel? Sehr interessante Sachen auf jeden Fall. Mittlerer Energiespeicher, kleine Gesundheit, erhöht die Gesundheitskapazität deines Raumschiffes. Lassen wir mal alles bleiben. Ups, Sekunde. So, Missionen, Missionen. Ich habe einen Notruf mit oberster Priorität von Colonel Farkas erhalten. Er veranstaltet ein Rockkonzert im Park und sein Leadsänger ist... Hä? Warte mal, eine Sektone. Das ist gar kein Notfall. Wie oft muss ich Farkas noch sagen, dass er nicht auf meiner Notleitung anrufen soll? Könntest du mir einen Gefallen tun und dich darum kümmern? Bitte was? Soll ich mich jetzt runterbeamen auf den Planeten und dem eine drüber ziehen? Soll ich dem den Telefonhörer über dem Kopf ziehen oder was? Also, ich werde das aus verschiedenen Gründen nicht tun, aber ich nehme es mal einfach mal an. Erzähl dir die Einzelheiten, wenn du dich runtergebeamt hast. Du kannst ihn gar nicht verfehlen, so rein wie ein Typen mit Zylinder, Fliege und vier Armen. Vier Arme? Ja, okay. Man sieht sich. Wo denn? Leer Sternsystem. Wäre eigentlich auch ganz lustig zum Terraformen, weil wir haben ja jede Menge blaues Gewürz und violettes. Oder nee, ist das pink? Ich kann es gerade nicht erkennen, ist doch wurscht. Nein, warte. Ablehnen. Speichern. Speichern, speichern, speichern. Und jetzt runter beamen. Das ist schon wieder so ein Wasserplanet, ist ja lustig. Sorge dafür, dass der galaktische Superstar Schmelvin rechtzeitig zum Konzert kommt. Konzert im Park. Ja, okay. Klingenschlag, Ringausstatter öffnen. Aber Dalli, den sollte man noch dran montieren. So. Klingenschlagring. Pass mal auf. Wir haben ja eigentlich hier schon ein paar Klingen, aber das können wir bestimmt noch aufwerten. Indem wir diesen da machen und dann mal... Was ist das denn? Keine Ahnung. Zack. Was ist das denn? Sieht auf jeden Fall echt witzig aus, das Ganze. Versuch das mal ein bisschen hier an die Körper-Ding anzupassen. Okay, da lassen sich auf jeden Fall lustige Sachen mit basteln, wie es scheint. So kommt das doch gut, oder? Jawohl, ja, ja, sehr schön. Unser Weltraum-Captain wird langsam. Dann sag ich mal, speichern und beenden. So. Das quält auch, gell? Und dann würde ich mal sagen, wenn dieser Blackscreen verschwinden würde... Gut, dann nutze ich das und trinke gleich nochmal ein bisschen was.
So, dann bin ich schon wieder da, aber der Blackstreak ist... Ah ja, jetzt hier. Hinunterbeamen. Vektoren zur Neukombinierung entwickeln. Konzert im Park. Sorge dafür, dass der galaktische Superstar Schmelvin rechtzeitig zum Konzert kommt. Ja, sehr gerne. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich nachher dann auch noch ein bisschen Far Cry aufnehmen soll, ne? So, der Held ist angekommen. Euer Konzert wird stattfinden. Der intergalaktische Musikmogul Colonel Jim Farkas braucht Unterstützung beim Notfall. Eigentlich ist es gar kein Notfall, wie wir gehört haben, aber egal. Wir wollen das mal nicht hinterfragen. Begib dich runter auf den Planeten und sieh zu, dass du ihm helfen kannst. Ja. So, da wären wir nun. Ne, das hier ist übrigens meine Stadt. Naja, da drüben. Melvin ist ein guter Junge und er behandelt auch seine Mama immer gut. Ah ja. Colonel? Ach, vier Arme. Sekunde mal. Oh Mann, du bist wirklich ein herrlicher Anblick für meine müden Augen. Ich heiße Farkus, Colonel Jim Farkus. Du kannst mich Colonel nennen. Oder Opa. Wieso sind eigentlich alle wichtigen Charaktere in den Abenteuern alte Knacker? Kann mir das mal einer verraten? Ich bin Manager, Produzent und Konzertveranstalter für einige der berühmtesten Stars der Galaxie. Einschließlich des einzigartigen Schmelvin. Nie von ihm gehört. Er und seine Background-Sängerin hatten heute Morgen wohl eine kleine Auseinandersetzung. Und jetzt drohen sie mit der Bandauflösung, wodurch in wenigen Stunden das Wohltätigkeitskonzert im Park steigt. Ältere, schau mich nicht die Bohne. Wo ist der Kerl, damit ich ihn auf die Bühne schleifen kann? Schmelvin ist ein Ausnahmetalent, aber diesen ganz besonderen Sound kriegt er nur mit seinen Background-Sängerinnen hin. Du musst sie finden und überzeugen, dass die Show weitergehen muss. Okay. Hör dich in der Stadt um. Vielleicht schnappst du ja ein paar Hinweise auf. Als erstes solltest du eine Sängerin namens Sohne Röhre finden. Wie heißt die bitte? Wenn du das schaffst, bist du auf dem besten Weg, Schmelvin und seine Band wieder zusammenzubringen. Alter, so eine Röhre werde ich mir nicht antun. Ich habe gar nichts gesagt, Teenager-Junge. Oh Mann, das wird eine Turbo-Show, ja. Tut mir leid, Alter, von so einer Röhre habe ich noch nie was gehört. Von so einer Röhre wie dir habe ich noch nie was gehört, Kollege. Entschuldigung, kann dir nicht helfen. Teenager-Mädchen. Ich glaube, ich habe Sohne in der Nähe des Brunnens gesehen. Alles klar, auf zum Brunnen. Wo ist der Brunnen? Weiß ich gar nicht. Da ist auf jeden Fall das Konzert. Da sind schon ein Haufen Leute da. Ich fliege mal ein bisschen. Naja, hochfliegen können wir auf jeden Fall mal nicht. So viele Leute da sind. Ja, dieses so viele unappetitliche Leute vor allen Dingen. Schreien er da so? Diese Klamotten sind viel besser als die letzten. Ja. So was, wir folgen jetzt einfach mal der Angabe auf dem Radar. Da ist der Brunnen. Da ist ein Weg. Ich folge jetzt einfach mal dem Weg. Ob Schmelvin merkt, wie unsensibel er manchmal ist. Oh weh. Da hat jemand. Hat da jemand Herzschmerzen, oder? Na, Tante? Hey, was treibt dich denn so weit hier raus? Oh, dich hat wohl der Colonel geschickt, um mich zu holen. Du sollst vermutlich rausfinden, ob du mich und Schmelvin wieder zusammenbringen kannst. Was soll ich rausfinden? Wir hatten heute einen ziemlich üblen Streit. Aber mir ist schon klar, dass die Show weitergehen muss. Wenn du mir bei den Proben für meine Nummer hilfst, werde ich vielleicht etwas fröhlicher. Und dann können wir zu Schmelvin gehen und mit ihm reden. Was? Wie? Ich soll bei den Proben helfen? Unsere Fans sind wichtiger als irgendein dämlicher Streit, den wir miteinander haben. Ja, das hast du richtig erkannt. Zeig mir, was du drauf hast. Moment, was soll ich dir... Wer? Sprich mit so einer Röhre, verbinde dich mit so einer Röhre. 0 von 1 hinzugefügt. Ne, ich soll jetzt mit jetzt... Na, dann singen wir halt. Weißt du, da haben wir ja gerade das richtige Werkzeug dran gebastelt. Hier mit Schlingenklarkring. Schlingenklarkring, ja genau.
Ich klag jetzt dann auch gleich bei der nächsten Schlinge, die ich hier im Zimmer aufhänge. So, hat's geklappt? Das war wunderbar! Ich habe meine Nummer wieder im Griff! Jetzt ist mir voll danach, eine Riesenshow abzuziehen! Gehen wir rauf auf den Hügel. Mal sehen, ob der gute alte Schmelvin zu Hause ist. Ich spüre, dass dein Konzert im Anmarsch ist. Ja, ich folge dir, ne? Ladies first. Vorwärts Marsch. Los. 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 Na los. Beweg dich. Ach so, nee, die ist jetzt in meiner Mannschaft und folgt mir. Oder auch nicht. Naja, mir soll's wurscht sein. Ah ja, doch, jetzt folgt sie. Aus seiner Zurückgezogenheit. Wo geht's denn da? Du weißt, wo es lang geht, ne? Deswegen renne ich voraus. Ach so, ja, genau. Sie sagte ja auf den Hügel. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich lese, wenn ich lese. Ich kann übrigens fliegen, du nicht. Bringen tut's noch nicht allzu viel. Ein gratis Konzert im Park. Wie megamäßig ist das denn? Das heißt, wie geil ist das denn? Wanti-Held. So, und dafür eine Sprechanlage. Hallo, wer ist das? Oh, hi Sohne. Bist du hier, um mich anzuschreien? Er ist ein kleiner Freund. Wie bitte? Bist du bereit, mir zu verzeihen und mit der Show weiterzumachen? Tja, danke. Tausend Dank. Ich fühle mich wegen des Streits echt mies. Ich würde verstehen, wenn du sauer bist. Ich würde liebend gern auf die Bühne gehen, Sohn, aber du weißt ja, ohne Kat Waller ist die Band aufgeschmissen. Sie muss auch zurückkommen. Wenn Kat mitmacht, bin ich auch dabei. Hör dich mit deinem kleinen Freund in der Stadt um und sieh zu, dass du sie findest. Bring sie her, damit wir das Konzert gemeinsam rocken können. Dürfte ich mal ganz kurz anmerken, dass wir gerade in der Weltraumphase von Spore durch eine Stadt laufen und versuchen, ein Rockkonzert ans Laufen zu bringen, obwohl wir normalerweise durch die Galaxie fliegen, mit dem Ziel, die Weltherrschaft an uns zu reißen, beziehungsweise versuchen, hier Ökosysteme zu retten und Planeten zu erobern oder, ich weiß nicht, Verbündete zu retten. Die Show fängt gleich an, wir sollten uns beeilen. Aha, hier mit Livestream und so. Komm ich da durch? Ich ja, sie wahrscheinlich nein. Oh doch, sie passt auch durch. Wir hätten auch einfach den Weg nehmen können, aber egal. So, Kat Waller. Achso, Kat Waller wahrscheinlich. Hey Sohne, was treibt dich raus zum Pier? Wer ist dein kleiner Freund? Ach, jetzt ist Schmelvin bereit für seinen Auftritt. Ich weiß aber nicht, ob ich dazu bereit bin, Sohne. Wie bitte? Dein Freund will mir beim Proben helfen? Will ich das? Ja, will ich. Richtig. Das ist ja großartig. Mal sehen, was du drauf hast. Bitte für das Proben wird die Show vielleicht doch kein totaler Reinfall. Oh Mann. Also an meinen weiblichen Stimmorganen muss ich noch etwas arbeiten. Ja, Stimmorgane vor allem... Oh Mann, ich sag gar nichts mehr. Ich singe jetzt einfach nur noch. Mit meiner wunderschönen Stimme. So. Die hat auch diese komischen Regeneratoren drauf, gell? Oh, Baby! Fantastisch! Mann, das bringt meine Adrenalin ja richtig zum Kochen! Was hältst du davon, wenn wir losziehen und so richtig abrücken? Gehen wir rauf auf den Hügel zu Schmelvins Anwesen und sagen wir ihm, dass es jetzt losgehen kann. Sobald er weiß, dass die Band vollständig ist, werden seine Hüftknochen bestimmt grooven wie noch nie zuvor. Frage, wenn wir das Abenteuer gewonnen haben, muss ich mir dieses bescheuerte Konzert dann ansehen? Ach ja, also wieder auf zu Schmelvin. Das heißt, ich darf jetzt wieder diesen Hügel raufrennen. Leute, ihr wollt unbedingt, dass ich abnehme, oder?
Und irgendwie finde ich diese Musik voll so 70er, 80er mäßig. Kann das sein? Erinnert mich irgendwie so daran. Ich weiß auch nicht. Ich habe die Tickets für das Konzert schon seit Monaten. Wieso Tickets? Es ist ein kostenloses Konzert. Dich haben sie wohl auch über den Tisch gezogen. Ach ja, ich bin... Was ist jetzt passiert? Ich wollte eigentlich bloß die Sprechanlage anklicken und dann yay Schmelvin. Wo denn? Wir lieben nicht Schmelvin. Ja. Es ist sehr... Ach, da, du bist Schmelvin. Toll, man sieht dich gar nicht. Also die Kamera, die steckt jetzt in deinem Tor fest. Ich hoffe, das macht dir nichts aus. Hey, hey, Sohne, Catch, wirklich schön, dich zu sehen. Unser dämlicher Streit heute Morgen tut mir echt leid. Ich weiß nicht mehr genau, worüber wir gestritten haben. Das ging mir manchmal übrigens auch so. Aber jedenfalls tut es mir total leid, dass wir gestritten haben. Hey, wer ist denn dein kleiner Freund? Lass mich raten, jetzt wird er wahrscheinlich eifersüchtig und dann fangen die drei wieder streiten an und dann haben wir das Konzert endgültig vermasselt. Ich meine, mir persönlich wäre es ja nur recht, da müssten wir es uns nicht ansehen bzw. anhören und könnten uns einfach hochbeamen, aber ob wir dann Geld dafür kriegen, ist die andere Frage. Wie auch immer. Ich möchte mich aufrichtig entschuldigen. Akku vollgeladen. Ja, das ist schön. Warte, ich steck mal mein Handy kurz vom Akku ab. Vom Ladegerät ab. So. Wie auch immer, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen und es bei euch beiden wieder gut machen. Deshalb schenke ich jedem von euch ein Auto. Hey, und was ist mit mir? Hier, alles gut. Und jetzt warten unsere ergebenen Fans auf uns. Wir müssen eine Show abziehen. Aber was ist mit mir? Die kriegen Autos und ich krieg nicht mal ein Dankeschön. Zeig uns den Weg, seltsame kleine Kreatur, die ich noch nie gesehen habe. Hallo? Sag mal, bin ich da Bimbo oder was? Also, ich glaube, es geht los. Wenn ich mir dieses Konzert anhören muss, dann, Alter Schwenowski. Die scheinen sich wirklich zu freuen, aber ich möchte eigentlich die Galaxie retten. Ist da irgendwo da draußen fliegen die Crocs rum und verseuchen Planeten und wir feiern hier. Das ist der Oberhammer. Ja, auch noch für dich, Kleiner. So, ich glaube, ja, ihr müsst jetzt da hoch und singen. Ja, schon klar. Einfach erstaunlich, außerordentlich, unglaublich. Du hast es geschafft, mein Freund. Du hast es geschafft. Du hast die Band wieder zusammengebracht und Schmelvin ist rechtzeitig zum Konzert hier eingetroffen. Jetzt habe ich mich verlesen, Entschuldigung. Du hast das Konzert gerettet und vermutlich auch meine Karriere, aber leider nicht die Welt. Was ich dir schulde, kann ich niemals zurückzahlen. Was? Darum versuche es gar nicht erst. Achso, darum versuche ich es gar nicht erst. Der andere da hinten, der sucht, glaube ich, die Toilette, so nervös wie der rumzappelt. Wie soll das heißen? Ich krieg hier gar nichts dafür, dass ihr euer dämliches Konzert... Du, die Toilette ist weiter nicht rechts. Die ist links hinten. Ja, ja. Da hinterm Haus. Nein, da also... Itoyo. Lehn dich zurück, entspann dich und genieß die Show mit Schmelvin und seiner Band. Also Schmelvin, ne, wenn du jetzt nach links aus dem Bildschirm rausgehst, da geht's nochmal links am Brunnen vorbei, da ist die Toilette. Ach nee, jetzt steht er auf einmal da oben. Nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ich soll jetzt ernsthaft dieses Abenteuer... Ich kann das Abenteuer nur beenden, aber... Oh weh, ich kann da gar nicht beamen. Also, Scotty, hol uns raus. Bitte. Jetzt fängt er auch noch aufs Tanzen an. Nein. Scotty, beam me up. Glückwunsch, du hast es geschafft. Dank dir geht die Show weiter. Jetzt habe ich erst recht einen Schlag weg, als wäre diese Horrormission von vorhin nicht schon schlimm genug gewesen. Boah, Alter. Also diese Abenteuermissionen sind echt der Hammer, muss man schon mal so sagen. Oh, und eigentlich muss ich jetzt an dieser Stelle speichern, so wie es, was die Uhr mir da gerade verrät, und eine Aufnahmepause machen, ne? Also, dann würde ich mal sagen, ja, mache ich an dieser Stelle eine Aufnahmepause, hahaha, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!
Und ich bin mal sehr gespannt, ob wir noch irgendwie Geld kriegen für diese Mission, weil das wäre ja wirklich voll die Frechheit, ne? Aber bis dahin, bye!